Die Polizei wurde heute um 21.15 Uhr von einem Brandfall hier in Matzing verständigt. Der Mitteiler hat den Brand hier entdeckt. Das ist ein Nachbar von dem Gebäude. Er ist dann selber in das Haus hineingegangen, hat zunächst versucht zu löschen. Und es ist dann die Feuerwehr mit über 100 Mann angerückt. Die haben dann den Brand ziemlich schnell gelöscht. Und es ist dann im Zuge der Löscharbeiten ist dann eine Bewohnerin aufgefunden worden. Das ist wahrscheinlich eine 79-jährige Frau, die hier zu Tode kam. Wir mussten im Zuge der Löscharbeiten die Bundesstraße zwischen Altmarkt und Traunstein sperren. Die Sperre, die dauerte ungefähr drei Stunden. Die Brandursache ist momentan noch ungeklärt, also wir wissen überhaupt nicht, durch was der Brand entstanden ist. Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen.